darf im Namen der Stadt Graz alle herzlich begrüßen am Parkhin. Wie jedes Jahr werde ich ein paar Worte sagen. Erstens einmal die Grußworte vom Bürgermeister Siegfried Nagel und auch die Grußworte vom Stadtrat Gerhard Rüsch. Und ich habe ein paar Botschaften mitgebracht, also vom Stadtrat Rüsch, und weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, was die Stadt sozusagen für die, vor allem für die Kreativwirtschaft und für die Gründerszene in Graz macht. Und da möchte ich ein paar Infos bekannt geben. Ich habe auch heute schon angekündigt, ich werde heute auch eine Session halten. Ich denke mir, das passt ganz gut in dein Camp hinein. Ja, und zwar, ich werde organisieren, um den Kontakt zwischen der Kreativwirtschaft und der Gründerszene etwas zur politischen und auch zur Verwaltungsebene zu verstärken, werde ich heute eine Session machen, wo ich Anliegen und Ideen aufnehmen werde, die zusammensammeln werde, weitertragen werde an das Stadtratsbüro bzw. An die Frau Magister Keimel vom Amt für Wirtschaft und Tourismusentwicklung. Und es wird dann, wer Interesse hat, der kann sich heute dann eintragen, es wird dann im Rathaus einen runden Tisch geben mit dem Stadtrat Rüsch, mit der Frau Magister Keimel und auch mit dem neuen Manager City of Design, einen runden Tisch, wo dann die Anliegen und die Ideen besprochen werden können. Das ist ein Angebot. Es gibt weiters vom Amt für Wirtschaft und Tourismusentwicklung, das ist die Anlaufstelle für die Kreativwirtschaft und für die Gründerszene, gibt es ein eigenes Büro, also für Creative City Management, das als Anlaufstelle dient. Was sind so, da geht es hauptsächlich um Beratungen eben für die Kreativszene, auch für die Gründerszene. Es gibt zum Beispiel ein spezielles Gründungspaket für Unternehmer und Unternehmerinnen als Begleiter, als Begleitung für Start-ups. Das ist ein wesentlicher Punkt, das heißt, da gibt es finanzielle Unterstützung, aber auch beratende Begleitung. Seit kurzer Zeit, ich weiß nicht, wer das schon weiß, hat der Gemeinderat der Stadt Graz beschlossen, es gibt eine Crowdfunding-Förderung der Stadt Graz. Das heißt also, man kann hier beim Amt für Wirtschaft und Tourismusentwicklung ansuchen, wenn man Crowdfunding-Projekte initiieren will. Da wird aus diesem Tool, also aus diesem Topf heraus, wird gefördert, zum Beispiel, wenn man Videopräsentationen machen will, um sein Unternehmen oder sein Produkt vorzustellen, beziehungsweise auch für die Crowdfunding-Kampagne selbst, wenn man irgendwelche Leistungen braucht, im Bereich zum Beispiel der IT etc. Der ist auch schon ganz flink unterwegs. Wer es noch nicht weiß, es gibt gerade eine Ausschreibung, einen Ideenwettbewerb der Stadt Graz, und zwar wird eine Fackel und eine Stele gesucht für die Special Olympics 2017. Wer sich da beteiligen will, Design Camp, glaube ich, steht heute zur Verfügung, hier kreative Ideen zu entwickeln. Der Wettbewerb läuft noch bis 13. Mai, kann man hier teilnehmen und seine Kreativvorschläge einbringen. Und als letzten Punkt möchte ich noch informieren, im Rahmen der Lendwirbelwoche wird die Abteilung A15, so heißt nämlich die Abteilung für Wirtschaft und Tourismusentwicklung, im Tätowierstudio Pride and Glory in der Maria-Hilfer-Straße anwesend sein. Das nennt sich Pop-Up-Büro. Dort ist nichts anderes, als dass hier Mitarbeiter des Amtes für Wirtschaft und Tourismusentwicklung von Montag bis Samstag vor Ort sein werden, zwischen 10 und 16 Uhr. Und dann auch an die kann man sich, wenn es um Beratungen, wenn es um Anliegen geht, wenden. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Angebot der Stadt Graz. Und in diesem Sinne darf ich auch für das heurige siebte Parkcamp alles Gute wünschen. Vielen herzlichen Dank für das Orga-Team, das ich, wie du schon gesagt hast, ja, jedes Jahr die Achsen ausreißt. Ja. Dass bis hinunter zur Straßenbahnhaltestelle die Pfeile sind, dass man aufs Parkheim findet, viel Erfolg und viel kreative Arbeit und viel Innovation am Parkheim 2016. Danke. Danke, Herr Schmuck.